Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich muss euch heute mal von was erzählen. Ich habe ganz übersehen, dass er mich versucht hat zu grüßen. Ich grüße auch 125er, so ist es nicht, aber ich habe das jetzt übersehen. Ich war gerade in der Anmod. Ich wollte euch mal kurz von was erzählen, was da letzte Woche passiert ist. Letztes Wochenende passiert ist. Und zwar, ich war unterwegs auf der Bundesstraße, ne? Und vor mir fährt ein Auto. Als wir aus der Ortschaft raus sind, ist mir aufgefallen, dass der fährt im 100er-Bereich, knappe 80. Und ich wollte erst überholen, dann ist mir aber aufgefallen, dass der so Schlangenlinien fährt. Also mehrfach hat er fast an der rechten Seite das Gras gestriffen, war schon mit einem Reifen halb im Acker. Dann hat er einen Schwenker gemacht, drüber fast in die Gegenspur. Und dann habe ich gedacht, komm, ich bleib mal hinter dem. Hab die GoPro eingeschaltet, damit ich das Kennzeichen sehe. Mir ist dann leider aufgefallen, dass die GoPro leer war. Ich habe da davor noch ein Video aufgenommen und deswegen war die GoPro leer, deswegen konnte die nichts aufnehmen. Aber ich habe bin dem also weiter mal hinterhergefahren, um mal zu gucken, was ist jetzt seine Mission. Vielleicht ist er eingeschlafen oder irgendwas. Vielleicht landet er gleich im Acker und man muss da erste Hilfe leisten oder sowas. Ist dann aber gleich so nach 3-4 Kilometern an der Tankstelle abgebogen und die ganze Zeit hat er so Schlangenlinien gefahren. Ne? Und das war abends um 18 Uhr oder so. Ne? Und steigt da ein Mann aus, torkelt schon so ein bisschen, kommt aus der Tankstelle wieder raus, hat er sich 4 Dosen Bier gekauft. Und da war die Sache ja dann klar. Der hat einiges gebechert gehabt und wollte halt Nachschub holen gehen. Ne? Und ich war da an der Tankstelle gestanden, dachte mir, scheiße, was mache ich jetzt? Hinterherfahren weiter, aber was bringt das? Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn der wieder zurück nach La fährt und in La noch ein kleines Kind tot fährt und ich lese das am nächsten Tag in der Zeitung und ich mir dann vorwerfen muss, hätte ich die Polizei gerufen, würde dieses Kind noch leben? Und dann habe ich den Notruf angerufen, habe denen das Kennzeichen durchgegeben, den Sachverhalt kurz erklärt, 110, und gesagt, Personenbeschreibung, Fahrzeugbeschreibung, Kennzeichen und in welcher Richtung er unterwegs war. Und die haben gesagt, ja, die werden den abfangen. Die wissen aber auch, wo er wohnt. Und ja, dann bin ich wieder nach Hause. Und ich muss sagen, da habe ich mir schon so gedacht, boah, war das vielleicht ein Fehler? Aber jemand, der so fährt, so unsicher und Schlangenlinien fährt, egal ob der jetzt Alkohol getrunken hat oder irgendwelche anderen Drogen oder ob der einfach nur müde war oder krank war, so hat man nicht im Straßenverkehr rumzufahren. So. Wenn ihr mal guckt hier vorne zum Beispiel, das sind links und rechts immer diese Fahrradstreifen. Der ist da immer wieder drüber gefahren. Wäre er ein Fahrradfahrer gewesen, den hätte er einfach mitgenommen, das hätte er gar nicht mal gemerkt. Und 2 Stunden später ruft mich die Polizei an, weil ich ja von der aus auch den Notruf angerufen habe. Und ja, ich habe meine Nummer zwar auf anonym gestellt, mein Handy, aber ja, ich denke mal, die Polizei und der Notruf, die sehen das trotzdem. Also die haben mich auf jeden Fall zurückgerufen, obwohl meine Nummer anonymisiert war. War auch interessant zu wissen, Fun Fact, also wenn ihr eure Rufnummernanzeige ausschaltet, dass ihr als anonym anruft, um Späßchen zu machen beim Notruf, das funktioniert nicht. Die sehen das trotzdem. Also kleiner Funfact am Rande, habe ich auch nicht gewusst. Auf jeden Fall hat er mich dann zurückgerufen, der Polizist, und hat gesagt, die bräuchten dringend von mir eine schriftliche Zeugenaussage, weil ich den Mann ja gesehen habe. Und ich kann den ja auch beschreiben, ich kann den ja auch wiedererkennen. Ich habe den ja an der Tankstelle aus- und einsteigen sehen, ich stand ja hinter dem. Und die brauchen unbedingt eine schriftliche Zeugenaussage von mir, ob ich da am besten gleich noch vorbeikommen kann. Ich habe ihr gesagt, nee, ich mache das dann morgen, weil das war eben abends und ich hatte am nächsten Tag Frühschicht. Und ja, also eine Zeugenaussage kann auch mal einen halben Tag warten. Bin dann am nächsten Tag nach der Frühschicht dahin, habe zur Polizei, habe meine schriftliche Aussage noch gemacht. Die Polizei konnte mir tatsächlich natürlich nichts Genaues sagen, aber
ich konnte auf jeden Fall so viel Wissen erfahren, also weil ich den Polizisten ja gefragt habe, ob das jetzt in Ordnung war, dass ich da den Notruf angerufen habe oder ob ich da umsonst angerufen habe. Ob er mir das sagen kann wenigstens. Und er hat gesagt, nee, das war schon in Ordnung, das war schon völlig richtig so. Der Mann hatte 2 Promille. Alter Verwalter, 2 Promille! Wow, also da war ich echt schockiert. Mit 2 Promille Auto fahren. Also, ja, also da war ich schon mal beruhigt, dass der Anruf richtig war, richtig und wichtig, um es mit den Worten von den Politikern zu sagen. Und ich wollte euch das mal kurz erzählen. Ich weiß das natürlich nicht, haben die den unterwegs abgefangen oder waren die bei dem zu Hause? Weil die haben halt nochmal gefragt, ob ich eine Personenbeschreibung, wollten halt wahrscheinlich auch wissen, ob ich den wiedererkennen würde. Jetzt kann es halt natürlich sein, wenn der schon zu Hause war, müssen die dem erstmal nachweisen, dass er gefahren ist. Aber anhand meiner Zeugenaussage und so eine Tankstelle hat ja auch Videoaufzeichnungen. Da sehen die ganz klar das Fahrzeug, das Kennzeichen und die Person. Da ist die Sache eigentlich dann klar. Da sollte es auch keine Probleme geben, das dem nachzuweisen. Ansonsten denke ich, dass ich ja vielleicht sogar vor Gericht muss und aussagen muss. Ne? Ja, Leute, also wenn ihr mal sowas erlebt, ihr seid unterwegs, egal mit dem Roller, mit dem Auto, mit dem Fahrrad zu Fuß, und ihr seht da einen Autofahrer oder so, der irgendwie Schlangenlinien fährt, ganz, ganz unsicher, und ihr merkt, da stimmt irgendwas nicht. Oder auch wenn es alte Leute sind, die einfach nichts mehr sehen, nichts mehr hören, und ihr merkt, okay, der alte Mann kommt da gar nicht mehr klar. Scheut euch, habt keine Angst davor, den Notruf anzurufen und der Polizei das durchzugeben mit Kennzeichen und einer Fahrzeugbeschreibung und ungefähr wo ihr seid und in welcher Richtung ihr unterwegs seid. Wenn ihr eine Freisprecherin, das hat mir der Polizist gesagt, wenn man jetzt eine Freisprecherinrichtung hat, dann kann man dem Autofahrer, dann kann man da ja auch im Notruf am Telefon bleiben und den quasi immer einen Live-Standort durchgeben, sagen, wo man jetzt gerade unterwegs ist, damit die den abfangen können. Aber ich hatte halt keine Freisprecherinrichtung, deswegen musste ich mich halt entscheiden, fahre ich hinterher oder rufe ich die Polizei an. In dem Fall bin ich halt einfach froh, dass nichts passiert ist. Hätte ich nicht angerufen, hätte der vielleicht irgendjemanden umgefahren, angefahren oder, ne, das nächste Mal, ich sag mal so, jemand, der mit unter Alkoholeinfluss Auto fährt, der macht das nicht einmal und dann nie wieder, sondern der macht das regelmäßig. Vor allem, wenn er halt nicht erwischt wird, ne? Dann sieht er ja, so, ist halt normal. Für den ist es dann irgendwann normal. Und wenn jemand mit 2 Promille sich noch entscheidet, ins Auto zu steigen, dann muss derjenige ein Alkoholproblem haben. Weil ein normaler Mensch, der kein Alkoholproblem hat, ich glaube, mit 2 Promille kann ein Normalsterblicher nicht mal mehr laufen. Und ich rede jetzt nicht von den jugendlichen Kampftrinkern, die jedes Wochenende 2 Wodkas wegkippen. Ich habe früher auch viel Alkohol vertragen, aber inzwischen komme ich in ein Alter, obwohl ich auch gerne Alkohol trinke und manchmal ein bisschen mehr als ich sollte, ich merke einfach, mein Körper verarbeitet das einfach nicht mehr so, wie wo ich noch jung war. Ist aber in Ordnung. Ich trinke einen Sixer und bin weg. Früher habe ich 4 Sixer getrunken, heute bin ich von einem schon unterwegs. Also ja, ich habe mir da die letzten Tage so ein bisschen über das Thema Gedanken gemacht und der Mann scheint offensichtlich ein Alkoholproblem gehabt zu haben. Ich hoffe halt, dass er jetzt sich Hilfe sucht, wenn er sich Hilfe suchen kann. Einen Verkehrspsychologen oder was es da so gibt. Weil ich finde einfach, Alkohol und andere Drogen, das hat nichts im Straßenverkehr verloren. Ganz einfach. Ich bin Mensch, ich trinke auch gerne mal Alkohol, wie gesagt. Und auch manchmal ein bisschen mehr, als ich sollte. Aber ich weiß es immer strikt zu trennen. Don't drink and drive. Gut, Ausnahmen gibt es, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Roller war, am See war, grillen. Da habe ich mir auch ein Bier mitgenommen.
und habe das zum Grillen dann getrunken. Aber da war ich dann auch den ganzen Tag am See, habe was gegessen und habe dann zwischendrin eine Flasche Bier getrunken oder eine Dose Bier und bin dann abends wieder nach Hause. Ne? Und ja, aber 0,5 Promille hin oder her, ich bin eher sowieso der Meinung, diese Promillegrenze sollte man komplett abschaffen und einfach 0,0. 0,0 und fertig, weil 0,5 Promille hört sich erstmal nicht viel an, aber jeder Mensch reagiert anders auf 0,5 Promille. Und bei manchen Menschen, ja, die sind bei 0,5 Promille nicht mehr so klar wie manch andere zum Beispiel jetzt. Ne? Deswegen kann man das gar nicht so genau pauschalisieren. Ich finde einfach Alkohol und allgemein Drogen, das hat nichts im Straßenverkehr zu verloren. Und wenn ihr sowas bemerkt oder ihr seid mit jemandem unterwegs, mit einem Kollegen oder so, und ihr wisst, der hat was getrunken, nehmt ihm den Autoschlüssel weg, ruft ihm ein Taxi, notfalls bezahlt ihm das Taxi, aber guckt, dass der nicht mit dem Auto nach Hause fährt. Ich kenne das selber aus Erfahrung, wenn man was getrunken hat, wird man leichtsinnig. Und dann fängt man an, Mist zu bauen. Wo man sich am nächsten Tag denkt, Scheiße, Alter, was habe ich dann nur gemacht? Das geht so schnell. Deswegen ihr als klarsehende, klardenkende Person, ihr habt dann die Aufgabe, euren Kollegen oder einen Freund oder euren Bekannten oder sonst ne, jemand davon abzuhalten, einfach unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss anderer Drogen, kann ja sein, dass er sich einen Joint gegönnt hat, ihr habt dann die Aufgabe, den davon abzuhalten. Na, ich sag mal so, wenn der fährt und am Endeffekt einen Unfall hat oder jemanden tot fährt, gebt ihr euch dann die Schuld den Rest des Lebens. Und das wollt ihr nicht. Und ja, ich weiß nicht, das Thema hat mich jetzt die letzten Tage schon beschäftigt und ich wollte das in dem Video einfach mal ansprechen. Ich will jetzt hier auch nicht sagen, so, boah, Alkohol ist schlecht und so. Ich trinke auch gern Alkohol, keine Frage. Und Alkohol ist, es ist schlecht, aber es kommt auf den Konsum drauf an. Sagen wir es mal so. Von anderen Drogen kann ich jetzt nicht reden, da habe ich keine Erfahrung. Aber ich weiß bei mir, da muss ich offen und ehrlich sagen, dass ich manchmal auch zu viel und zu häufig Alkohol trinke. Also da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Das ist bei mir auch nicht so, wie es vielleicht normal wäre, sag ich mal. Ne? Also ich musste auch an mich, an mir arbeiten. Vielleicht hat mich das jetzt auch mal ein bisschen wachgerüttelt, mal meinen Alkoholkonsum mal so ein bisschen zu überdenken. Und ja, viel mehr wollte ich mit dem Video gar nicht sagen. Ich wollte euch mal von der Geschichte erzählen und euch auch vielleicht die Angst nehmen, wenn ihr sowas mitbekommt, dass jemand mit Alkohol fährt. Versucht den davon abzuhalten oder ruft im Zweifel die Polizei, den Notruf 110 fertig. In dem Fall handelt es sich um einen Notfall, wenn jemand stark alkoholisiert oder generell alkoholisiert oder unter Drogen, andere Drogen, whatever, da im Straßenverkehr fährt oder fahren möchte, dann ist das eine akute Gefährdung. Und da ist es auch voll in Ordnung, die Polizei zu rufen, wenn ihr ihn die Person selber nicht davon abhalten könnt. Und ja, Leute, ride safe, don't drink and drive und bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, Matt V.